Ja, hallo liebe Leute. Erstmal kleine Info, bevor wir jetzt ins Video starten. Und zwar, wahrscheinlich werdet ihr es schon gesehen haben, der Herr der Ringe Lego wurde neu hochgeladen. Das ist ein eigenständiges Video. Also mir gefiel die Qualität einfach nicht, wie es vorher war. Und deswegen habe ich das Video neu aufgenommen, damit ihr eine bessere Qualität genießen könnt. Und habe nochmal alles, ja, praktisch Freestyle, ohne irgendwie mich an das vorige Video zu halten, nochmal aufgenommen. Alles also neu gemacht. So, kommen wir aber zum Movies Day. Was gibt's heute? Deadpool. Es war einmal ein Deadpool. Um genau zu sein. Deadpool 2 für kinderfreundlich. Und, im Endeffekt sollte man nicht zu viel erwarten. Im Endeffekt ist es immer noch eine saubere Version des eigentlichen Deadpool 2 Teils und das merkt man doch sehr stark. Zu Anfang, bisschen zur Mitte und am Ende gibt es halt Szenen, wo dann neue Sachen passieren oder von den, ich meine, Behind the Scenes. Dann Szenen drin sind, wo ja die im eigentlichen Film nicht vorkamen und die jetzt in den Hauptfilm reingeschnitten worden sind. Aber in meinen Augen ein bisschen zu wenig für meinen Fangeschmack. Also, wer den zweiten Teil schon gesehen hat, wird hier nur ein bisschen Bonusmaterial bekommen. Das war's. Ist eine nette Geschichte, also für Deadpool Hardcore-Fans definitiv was. Für alle anderen würde ich sagen, ah, Deadpool-Fans, okay, komm, nimm mit. Ist eine lustige Geschichte, kann man nichts mit falsch machen. Ärgert man sich halt nur darüber, gut, den Film habe ich ja eigentlich schon, aber für die paar Extra-Szenen, komm, okay. Für alle anderen, die jetzt mit Marvel nicht so viel anfangen können oder die sagen, also nee, sorry, geht gar nicht, Finger weg, das ist nicht euer Ding. Wer Deadpool 2 vielleicht noch nicht gesehen hat, aber sehen wollte und jetzt die neue Fassung, für die wäre es vielleicht auch noch was, aber mit einem Augenzwinkern. Da würde ich doch eher zum Original Deadpool 2 greifen, als wie jetzt zu der verweichten Version, weil hier gibt es kein Blut, was irgendwie groß spritzt oder so. Hier ist alles total butterweich. Bis auf halt die Tatsache, ja, es wird immer noch ein bisschen geflucht und ein bisschen Witze gerissen, die unter die Gürtellinie gehen. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das ein total kinderfreundlicher Film. Ab so 12 Jahren, Pi mal Daumen. Und mehr gibt es leider auch zu diesem Film nicht zu sagen. Alles, was ihr jetzt hier noch hättet hören können zu Deadpool 2, sind eigentlich Szenen aus dem eigentlichen Deadpool 2 Film, also wenn ihr was über Deadpool 2, dem Film, erfahren wollt, geht doch auf das andere Video. Wenn ich dran denke, verlinke ich es euch auch nochmal unten. Ansonsten war es das von mir für diese Movie Days Folge. Ich würde sagen, okay, muss man nicht machen, aber für Fans definitiv schönes Bonusmaterial. Damit bin ich raus. Bis zum nächsten Mal, euer Open Beta. Ciao.